Hier ist der Overlord im Auftrag des Guten. Öffnet eure Pforte, damit ich die Burg betreten kann. Ach, scheiße. Niemand respektiert den Overlord. Den Schäfer wollte ich eigentlich nicht töten, aber die Grünen machen halt, was sie wollen. Gut, und wo ist Brownie? Und der Rest. Rote. Die Grünen sparen wir uns auf, bis wir sie brauchen. Und leider haben wir nicht sehr viel grüne Energie. So, da kämen wir zur Weide. Ich fühle mich elend. Alles tut mir weh. Das tut mir leid. Das Ferdinand hat die anderen eingesperrt. Zusammen mit diesen Dingern. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Da drin oder hier draußen zu sein. Fürst Ferdinand hat die anderen eingesperrt. Zusammen mit diesen Dingern. Dinger. Was können nur die Dinger sein? Was ist das? Was geschieht mit mir? Geht weg von mir! Geht weg! Geht weg! Hey, gut! Was war ein Untier? Was war das? Meine Großmutter! In dieser Schenke gehen seltsame Dinge vor sich. Ja, und in eurer Behausung hier auch. Leute werden zu Zombies. Eine Krankheit breitet sich aus und vernichtet euch alle. Die Schenke ist das kleinste Übel. Dinge vor sich. Ja, ja. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Da drin oder hier draußen zu sein? Ja, da drin, wo ich vielleicht noch etwas habe, oder hier draußen, wo die Schergen all mein Zeug klauen. Sie sind zu still. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Da drin oder hier draußen zu sein? Ohne immer wieder dieselben Sprüche zu hören. Männer, ich will diese Dinger nicht hier drin haben. Ausnahmsweise meinen sie die Zombies und nicht unsere Schergen. Schlimmer ist, da drin oder hier draußen zu sein. Ich höre dir gar nicht zu, la la la. Hey, guter Mann, hierher. Oh, hallo, ich bin ein guter Mann. Ihr sucht nicht etwa einen Weg nach Himmelsspitze? Ihr seid echt wahnsinnig. Aber meine Familie ist noch da drin. Also seid ihr vielleicht genau der Wahnsinnige, den wir brauchen. Seht ihr den Kanal da drüben? Ich habe ihn beobachtet und ein paar Flüchtlinge rauskommen sehen. Es waren nicht viele und einige sahen nicht gut aus. Gar nicht gut, aber wenn ihr rein wollt, probiert. Wenn ihr Wasser überqueren wollt, müsst ihr zunächst die blauen Schergen finden. Was? Die müssen hier irgendwo sein. Sie werden von feuchten Gebieten angezogen. Ja, das kenne ich. Ich werde auch von feuchten Gebieten angezogen. Die haben mehr Schafe. Hurra! Ja, die sind ja aggressiv. Das macht mich aggressiv. Dass die aggressiv sind. So. Seht euch das Dilemma da draußen warten. Zombies darauf, diese armen Menschen zu verspeisen, diese unschuldigen Menschen. Und dort haben wir eine Mana-Säule. Und dort müssen wir mit den grünen Schergen durch. In eine Höhle. Wo wir sehr wahrscheinlich die blauen Schergen finden werden. Oh, ich mag die Optik des Schwertes wirklich. Könnt ihr sie von hier aus töten? Der Stein ist im Weg. Toll. Gut. Dann macht ihr dort oben den Job. Oder besser... Geht ihr da weg und versucht es von hier aus. Während ihr sie röstet, schlagen wir sie windelweich. Was zum Teufel soll das? Wollt ihr, dass sie euch das Gehirn aus dem Schädel saugen? Ja, das kitzelt so schön. Oh, holy. Was passiert wohl, wenn wir sie in die Stadt locken? Bis dahin folgen sie uns gar nicht. Das sind ganz schön viele.
Alle Schergen versammeln sich, alle Schergen lieben mich, tanzen rall und tanzen hier. Was die Zombies machen, ist nicht mein Bier. Super! Minions vs. Zombies. Ich liebe dieses Spiel. Ausgezeichnet. What the fuck? Wer oder was ist das? Eine bezaubernde junge Dame. Dann werden wir uns ihr vorstellen. Ich kann gut noch eine Mätresse gebrauchen. Hallo? Eine Succubus. Gefällt mir. Wie? Sprechen wir sie an. Die armen missverstandenen Mädchen. Sie wollen doch nur ein bisschen tot. Genau wie wir alle. Diese Kreaturen sind wirklich teuflisch. Sie verzaubern einen Schergen, bringen ihn dazu, die Succubus zu lieben, und dann saugt sie den Verstand aus. An was für einem Körperteil auch immer. Schwer zu fassen. Wenn man schnell genug ist, kann man seine Schergen retten. Stirb, Succubus! Nein! Es tut mir leid. Du hättest eine gute Mätresse abgegeben. So, erhöhen wir unser Mana. Ein Objekt? Ich mag Objekte. Ich erstmal. Blaue Schergen, da tänzeln sie umher. Sehr gut. Und da sehen wir können auch erst an die blauen Schergen, wenn wir die grünen Schergen besitzen. Gut. Gut. Ich bin erfreut. Aus tiefstem. Und da haben wir auch gleich ein paar Portale und können so gleich ein paar grüne Schergen rufen. Euer Mann hat zugenommen. Ja, meine Mama hat zugenommen. So, wir holen uns zurück nach Hause. Holt euch aus und holt uns ein paar grüne. Und vielleicht... Obwohl, nein, wir haben nicht so viele Grüne, also... rote zurück. Und braune heraus. Rote hinein, braune heraus, das kommt mir bekannt vor. Ah ja, Chili hat genau die gleiche Wirkung. Was gab's noch hier hinten? Aha. Noch eine Säule. Oder ein Objekt. Oh nein. Nicht diese Kakadus oder was sie auch immer sind. Die sind so nervig. Unsere Schergen können hier nicht durch. Mist. Wir werden ohnehin noch nachher nochmal durch dieses Gebiet. Weil das, glaube ich, der Rückweg ist. Und dann werden wir auch die blauen Schergen haben. Apropos blaue Schergen, wir begeben uns jetzt zu eben genau diesen. Zumindest versuchen wir es. Wo geht es da lang? Habe ich was übersehen? Natürlich habe ich was übersehen, sonst wäre ich schon längst bei den blauen. Wir sind Schergen. Wir können nicht unsere Fresse halten. Wir wären gute Let's Player. Nochmal hier lang. Ach ja. Genau. Also wie gesagt, die Schergen können ja nicht durchs Wasser. Deswegen platzieren wir sie so. Und gleich da hinten einen Sammelpunkt setzen. Während wir durch das Wasser warten und nicht über den großen, morschen Ast müssen. Natürlich, die Blauen verstecken sich an einem schönen, feuchten Ort. Geht herein und holt euch ihr Nest.
Ja, aber erstmal kommen die grünen Stinker zu mir. Das ist keine Beleidigung, die stinken wirklich. Es ist nur eine Faktenerfassung. Und was gibt es sonst da noch? Es gibt Lags. Yeah. Ah. Eine Abkürzung. Mein steinschneidendes Schwert sorgt schon für den richtigen Weg. Sehr gut. Okay, dann begeben wir uns in die feuchten Höhlen. Doch erst das nächste Mal in der nächsten Session mit unserem fashion weißen Umhang. Oh, ich mag ihn wirklich. Wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Overlord. Und dann holen wir uns die blauen Schergen. Auf bald!